Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute, meine lieben Freunde, hi, willkommen erstmal zu diesem wunderbaren Video hier. Ja, schauen wir uns das neue Video von Sascha an. Ich werde es kurz aussprechen, Freunde. Ein ganz normaler Alltag, typischer Titel. Es ist wir schauen zusammen rein, Leute. Ich bin echt gespannt, weil man weiß mittlerweile nicht mehr, was es ist. Es könnten Beichten sein, es könnten eBay-Kleinanzeigen sein, es könnte Sascha Lies Kommentare sein, es könnte alles sein, whatever. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, unterstütze euch Produktplatzierung. Und das ist schon mal bei Sascha tatsächlich immer ein exzellentes und sehr gutes Zeichen. Ich bin gespannt, Freunde, wir schauen zusammen rein. Falls ihr meine anderen Sascha-Videos sehen wollt, dann klickt einfach oben ins i oder schaut auf dem Channel vorbei. Wenn ihr ganz spendabel sein wollt, könnt ihr jetzt direkt noch, so wie ich auch bei Sascha, einen Daumen nach oben da lassen. Und einen Kommentar schreiben für den YouTube-Algorithmus, weil der denkt sich gerade, Flutterflow-Videos brauchen wir nicht vorschlagen. Kriegt er alleine hin. Dezenterweise nicht, okay? Dankeschön, Freunde, wir schauen rein, let's go. 18 Uhr, pünktlich wie immer. Heute machen wir wieder was, worauf niemand Lust hat. Luca hat mir eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, heute kommen wieder eure Community-Beichten, ne? Okay. Erste Beichte, let's go. Oh, ich, männlich 14, beichte, dass ich es mag, wenn ich bei einem Freund bin an der Unter... Nein. Nein, 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 nein. Die Beichten... Nein, das kann doch nicht real sein. Sie ist 9! Schnauze. Ich, männlich... Bruder, okay. Ich 19 beichte, dass ich meine Schwester beim... Was? Was? Nein, was ist denn das für eine Folge schon wieder, Mann? Das ist doch nicht wahr, Steiner, Alter. Seid real jetzt. Ich hab den Titel noch, das Ende noch gar nicht gelesen. Okay, Friends. Huch. Ich meine Schwester beim... Oh ja, der Rift, er rettet Leben. Jetzt hab ich wieder Bock auf Döner. Mehmet, mach mal Döner! Okay. Ich spring jetzt. Es reicht mir. Kenn ich doch gar nicht. Kenn ich doch gar nicht. Ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Nein, er. Oh, das war schön. Das war ein schöner Clip. TL! Glaubt ihr, dass Black Friday das größte Shopping-Event des Jahres ist? Nein. Es gibt was viel Größeres. Oh. Der 11-11-Sale bei AliExpress, bei dem ihr jeden beliebten Kram oder auch nur ganz normale Produkte, wie zum Beispiel diverse Gadgets, nur heute und morgen bis zu 70% reduziert kaufen könnt. Sinigiri finde, kura! Oh, Ehre, Mann, das erschafft es halt einfach, sowas wie Werbung lustig zu machen. Das ist noch nicht mal alles. Mit meinem heutigen Partner, Lettyshops, geht Kuss raus. Kuss. Geht raus. Bekommt ihr für euer heutiges Shopping bei AliExpress exklusiv bis zu 7,5% Cashback mit meinem Code unsympathisch. Und total krass. Das ist zu lang, sorry, muss ich kurz vorlesen. Kauft ihr über Lettyshops bei AliExpress oder... Ehre, dass das wirklich so abfließt, Alter. Beim anderen Shop mit meinem Gutscheincode bis zum 15. November ein, nehmt ihr automatisch an der Verlosung von mir und Lettyshops teil. Wie hätte ich das auswendig sagen sollen? Ja, wir verlosen ein iPhone Pro 11 Max und ein normales iPhone 11 für zwei Gewinner, die ich am 17. November auf meinem Instagram-Account über random.org bestimme. Ehre. Meldet euch bei Lettyshops an, löst unbedingt meinen Gutscheincode unsympathisch.tv ein, shoppt heute bei AliExpress oder beliebigen Partner. Ey, da, ey, Lieferando sogar, ey. Leute, ich bestell fast jeden Tag Essen, es muss aufhören. Also Lieferando, Lebensretter manchmal, ihr wisst es. Macht mit Cashback und kein mehr mit zeigen. Mein RTL! Ich, Manly 16, beichte. Ich ging zu meinem Freund zocken. Nach einer Weile musste ich aufs Klo. Ich ging unfreiwillig ins Zimmer seiner minderjährigen Schwester. Warum immer was mit Minderjährigen und Schwestern, Freunde? Das ist beides, ja? Beides an sich schon nicht gut für die meisten Homies von uns. Und dann in Kombination der Albtraum. Bester. Und, Als ich die Tür öffnete, stand sie da nur in Unterwäsche und mich bösartig an. Es ist dieser Yo-Olli-Moment. Ich Bruder. Entschuldigte mich sofort und schloss die Tür. Bruder, bester Moment mal. Naja, ey, er ist auch noch 16. Er ist auch noch 16. Sagen wir, sie ist auch 16. Beide sind 16. Clean. Fein raus aus der Nummer. Meines Lebens. Ich gebe dir noch einen Tipp. Nächstes Mal direkt an der Unterwäsche riechen. Ich, männlich 13, berichte, dass ich mit der Berichte, Bruder. Wir haben Professor hier. Dass er eine Gerichtsverhandlung ansehen durfte und ich erstmal in Adidas Jogger und Get On My Level Pulli gekommen bin. Huch. Leute, huch, hätte ich sein können, Bruder. Früh übt sich. Ja, Mann. Moin, meine Teamfreunde und herzlich willkommen. Ich weiß, ich selbst beichte, dass ich mal Sex mit meinem Freund auf dem Schulklo hatte. Ich weiß, dass es nichts gegen die ganzen 11-jährigen Schwangeren da draußen wollte, nur mal was Normaleres. Das ist schon normal und Retalk, das ist halt echt so, dass man sich denkt, ja, okay. Beichten, wahrscheinlich Normaleres, oder? Ich, männlich 18, beichte, dass mir meine Mutter... Oh nein, warte.
Sorry. Ich, wenn ich 18 beichte, dass mir meine Mutter, bis ich 15 war. Also, nee, wartet mal. Allein schon das, bis ich 15 war, das sollte die Mom in keinem Alter von dir machen, Bruder. Egal wie alt, wie jung du bist. No, Bruder. No. Die Scham. Sag's nicht. Sorry. Ich, männlich 18, beichte, dass mir meine Mutter, bis ich 15 war, die Schamhaare rasiert hat, weil ich nicht wusste, wie es ging. Kurze Schweigeminute für unseren Bruder. Ehre. Ich, männlich 17, beichte, dass ich deine Videos immer mit Adblock... Größter, ehrenlosester Move der Welt, Freunde. Retalk, holt euch YouTube Premium. Hat ne, ich weiß, jetzt sagt ihr wieder, ich habe kein Geld, lohnt sich nicht. Aber kündigt euer scheiß Spotify-Abo. Retalk habe ich auch gemacht, ja. Dann habt ihr YouTube ohne Werbung, habt alles, was es auf Spotify gibt, auch auf YouTube. Könnt sogar YouTube-Videos runterladen, sie unterwegs auf eurem Mobilgerät eurer Wahl gucken. Und könnt, wenn ihr Videos auf dem Handy anhabt, einfach schließen und die Videos laufen weiter. Bruder, und ihr habt keine Werbung, deswegen holt euch YouTube Premium. Retalk. 11,99 im Monat. Locker gucke. Hey! Alles klingt's. Ich, männlich 17, beichte, dass ich bei meinem Geburtstag mit ein paar Freunden und ein paar Weibern gefeiert habe. Bis jetzt gut, bis jetzt alles easy. Nach 3 bis 4 Stunden, wo wir schon alle betrunken waren, habe ich mit der Freundin meines besten Freundes rumgemacht. Und als er zu mir geschaut hat, sagte er, gönn dir, Bruder. Und ich daraufhin... Ehrenmann, Alter. Bruder, also, ey, Ehre. Danke, und Leute, damit bin ich komplett... Geteiltes Leid ist halbes Leid an dieser Stelle, Freunde. Ja? Ich kann nicht glauben, was ich gelesen habe. Ich hoffe und ich bete. Verpiss dich, du. Dass 80% dieser Beichten nicht stimmen. Falls es stimmen sollte, zweifle ich an der Stelle wirklich an meiner Community. Damit bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Bruder muss los. Ich dachte, es passiert was richtig Schlimmes, Alter. Okay, Freunde, kleines großes Mini-Fazit. Das waren mal wieder wunderbare Beichten. Ja, diesmal waren tatsächlich 1, 2 dabei, wo ich so dachte, okay, ja. Und dann waren 80% der anderen Beichten so, Bruder, muss in den Knast vom Feeling her, ja. Aber nice Folge, Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, beziehungsweise habt ihr ja eh schon, Freunde. Ihr habt mich ja alle abonniert, ja, danke dafür. Aber Like und einen Kommentar schreibt, weil, Leute, wir rutschen gerade ab. Wir sind ungefähr gerade so und am nächsten Tag sind wir schon so und dann sind wir gar nichts mehr da, weil YouTube sich denkt, Bruder, weg mit dem Dreck. Deswegen würde mich das sehr freuen. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao.